Computerspiele sind schon seit längerem nicht nur bei Jugendlichen sehr beliebt. Mittlerweile geht die Leidenschaft für das Gaming durch alle Altersklassen. Gespielt wird auf Konsolen oder unterwegs auf Tablets und dem Smartphone. Und die neuesten Trends aus der Gaming-Welt, die zeigen die fast 1300 Aussteller ab heute auf der weltgrößten Messe für Computerspiele Gamescom in Köln. Ab heute wird in Köln wieder gezockt und gedaddelt. 300.000 Menschen erwarten die Veranstalter auf der weltgrößten Computerspielemesse, die in diesem Jahr so groß ist wie nie zuvor. Auch der Umsatz der Branche ist weiter gewachsen. 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem Gaming in der Pandemie schon einen zweistelligen Zuwachs verbuchen konnte. Und Computerspiele entwickeln mittlerweile eine breite Strahlkraft. Games sind das Herz der Popkultur und auf der Gamescom sieht man, es ist eine ganz große Vielfalt, aber die erstreckt sich auch auf ganz viele andere Bereiche. Inzwischen gibt es nämlich den Film zum Spiel oder die Serie oder die Mode oder das Buch zum Spiel und da ist der Einfluss von Spielen in den letzten Jahren unglaublich groß geworden. Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mehr als die Hälfte aller Deutschen über 16 Jahren spielen zumindest gelegentlich, Jüngere noch weitaus mehr. Genutzt werden verschiedene Plattformen. Die meisten, nämlich 22,8 Millionen, spielen mit dem Smartphone. 18,9 Millionen zocken per Konsole. Am Computer spielen 12,9 Millionen und 10,2 Millionen mit einem Tabletgerät. Die meisten Spiele stammen aus dem Ausland. Deshalb fordern die deutschen Unternehmen von der Politik mehr Unterstützung. Wir wollen in Deutschland produzieren. Dazu brauchen wir eine nachhaltige, substanzielle Förderung. Aktuell ist die Förderung on hold. Wir möchten gerne diese wieder aktivieren und mittelfristig eine solidere, breit gefächerte Förderung etablieren. Gezeigt werden große Blockbuster mit aktuellen Erweiterungen, aber auch Neuvorstellungen kleinerer Hersteller. Für jeden Gamer etwas. Und wir haben ihn eben gerade im Beitrag schon gesehen. Jetzt ist er uns zugeschaltet, der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche, Felix Falk. Schönen guten Tag nach Köln. Guten Tag, hallo. Herr Falk, bis Ende der Gamescom am Sonntag wird ja mit enormem Andrang gerechnet. Wie erklären Sie sich denn diese Faszination für das Spielen? Die Computer- und die Konsolenspiele, die könnte ja eigentlich jeder auch zu Hause testen. Das machen natürlich auch ganz viele. Ganz viele spielen natürlich zu Hause und zwar von der Rollenspielerin in Rio über den E-Sportler in Island bis hin zu den Cosplayern in Korea. Mehr als 3 Milliarden Menschen spielen inzwischen und zwar ist das stark wachsend. Das ist eine große Faszination, aber es ist natürlich toll, wenn man es dann auch mit den Gleichgesinnten, mit seinen Freunden, mit der Familie hier in der Gamescom, auf der Gamescom genießen kann. Immerhin, das, wie im Beitrag schon zu hören war, und da sind wir stolz drauf, deswegen sage ich es nochmal, das größte Games-Event der Welt hier bei uns in Deutschland. Wie hat die Branche denn grundsätzlich die Corona-Pandemie überstanden? Hat Ihnen das eher geholfen oder wie war das? Das hatte Licht- und Schattenseiten. Also zum einen erstmal ein ganz großer Boom in der Zeit, wo natürlich die Menschen im Lockdown gar nicht viel machen konnten. In der Zeit haben die Leute gespielt und konnten fremde Welten entdecken, konnten mit der Familie in Kontakt bleiben. Oma mit der Enkelin hat gespielt. Und da haben wir gesehen, 5% mehr Spielerinnen und Spieler in Deutschland. Also da sind viele dazugekommen und die sind jetzt auch ihrem Hobby treu geblieben. Aber es hat auch Schattenseiten, weil sich viele Spiele verzögert haben. Das ist ja eine wirklich komplexe Entwicklung, wo man mit ganz vielen unterschiedlichen Expertinnen und Experten solche Spiele entwickelt. Da haben jetzt einige Spiele sich verzögert, aber jetzt geht es wieder los. Das sieht man auf der Gamescom, hier ist wirklich viel zu entdecken. Ja, und schaut man sich die Zahlen an, dann ist das ja doch sehr beeindruckend. Mehr als die Hälfte der Deutschen gibt an, in irgendeiner Form Videospiele zu spielen. Vielleicht sagen Sie uns was zu den Trends in diesem Jahr in den unterschiedlichen Altersgruppen. Das ist ganz schwer, da was rauszugreifen. Vielleicht aber ein Trend, den wir stark beobachten, das sind gerade die technologischen Innovationen. Also künstliche Intelligenz, Virtual Reality oder auch Gamification. Niemand kommt eigentlich heute mehr ohne das Know-how und die Ideen der Games-Branche aus. Alle reden zum Beispiel über KI in Chatbots, aber wir in der Games-Entwicklung nutzen KI schon seit Jahrzehnten und da werden inzwischen ganze Filmstudios ersetzt oder die Ausbildung revolutioniert mit unseren Technologien und auch das kommt oder soll noch stärker aus Deutschland kommen. Begeisterung also bei den Usern, aber auch die Politik, die scheint ja das Potenzial dieser Branche doch für sich erkannt zu haben. Was für eine Bedeutung hat denn die Technologie hinter den Spielen Ihrer Ansicht nach?
Ja, wo Sie gerade sagen, die Politik hat es schon erkannt. Ja, das stimmt zum Teil. Also wir haben hier nicht nur unseren Ehrengast Robert Habeck heute auf der Gamescom, sondern auch über 200 Politikerinnen und Politiker aus Brüssel, aus Deutschland, überall. Und die erkennen tatsächlich das Potenzial, aber sie tun noch viel zu wenig dafür. Denn wir wollen ja als Standort wirklich noch stärker werden, damit genau solche Zukunftstechnologien auch hier in Deutschland entstehen. Wir sind gerade ganz stolz darauf, dass sich im Bereich Halbleiterproduktion, im Bereich Batterieherstellung Unternehmen hier ansiedeln. Aber mit der Gamescom kriegt man genau solche Effekte wirtschaftlich, technologisch. Und dazu kommt ja noch das Kreative und das Kulturelle. Und das kostet nur einen Bruchteil. Also da müssen wir noch besser werden. Sagt der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Gamesbranche, Felix Falk. Dankeschön. Nach Köln.